Nein. Ist das Ihr Kind? Nein. Das heißt ja. Aber der Vater meint nicht. Nein, das heißt ja. Na, wessen Kind ist es denn? Wer ist denn seine Eltern? Das weiß niemand. Und wo ist das Kind in die Mitte? Mitte? Ja, ich denke, bei uns. Wir kennen es halt. Haben Sie nicht gemeldet. Wissen Sie, dass sowas verboten ist? Und wo gehen wir denn dahin? Und bei wem wohnt es denn? Bei sich. Das heißt, im Amt, ja. Aber da wohnen Sie ja nicht mehr. Das ist weg. Ja, aber ich mal. Wenn ich richtig verstehe, dann wohnt es jetzt in der Ruine da draußen ein kleines Mädchen namens. Ja, was sagten Sie? Mom. Namens? Mom. Und wie weiter? Den ganzen Namen bitte. Moment. Also so geht das nicht. Ich will Ihnen ja helfen, aber so kann man keine Anzeige aufsetzen. Nun sagen Sie mir erstmal, wie Sie selbst heißen? Beb. Und wie weiter? Mit der Straßenkehrer. Den Namen will ich wissen, nicht den Beruf. Es ist beides. Ach, Gott, Moment. Warum ist gerade ich jetzt nichts geraten? Jetzt erzählen Sie erst mal, was eigentlich war und wie alles gekommen ist. Alles? Ja, alles, was du sagen hörst. Ich habe zwar überhaupt keine Zeit, aber jetzt sind Sie ruhig, bitte, was Sie auf dem Herzen haben. Also, angefangen hat es mit einer Puppe und einem grauen Herr, der Momo erzählt hat, wie den Menschen die Zeit gestohlen wird. Und dann habe ich draußen, wo die große Müllhalde liegt, erfahren. Ja, ich habe gehört, wie der Grauherr verurteilt worden ist. Es hat sich aufgelöst. Einfach aufgelöst. Die anderen haben mich trotzdem umgefangen. Und nun ist die verschwunden. Trauen Sie mich mal. Ja, betrunken sind Sie offenbar nicht. Nein, ich noch nie gewesen. Ah, warum erzählen Sie mir dann diesen ganzen Unsinn? Na, halten Sie die Polizei für so blöd, dass Sie auf das andere Märchen reingehen? Ja. Das reicht! Ach, verschwinden Sie auf der Stelle, sonst wäre ich Sie wegen Amtsbeleidigung ein. Verstanden? Seid ihr Raus!